Wir sind da, Layla. Laut Camerons Beschreibung ist es hier. Oh Gott, was hat sich der Alte so kurz vor der Mission diesmal einfallen lassen? Ich bin echt gespannt, warum er uns hierher bestellt hat. Gehen wir rein und finden wir es heraus. Verharrt, ihr Unwürdigen! Wer wagt es, sich unerlaubt dem Tempel des Meisters zu nähern und nimmt leichtfertig einen schmerzhaften Tod in Kauf? Oh Gott, Sarah ist scheinbar durchgedreht. Ihr Narren, senkt euer Haupt, denn der große Meister steht vor euch. Cameron der Erste. Danke, Sarah, meine Novizin. Erstaunt und erblasst vor dem Antlitz eures Meisters. Wenn es sein muss, Chief, wir sind 3 Stunden in der Rush Hour durch die ganze Stadt hierher gefahren. Und jetzt das? Layla und ich würden einfach gerne wissen, warum wir hier sind. Folgt mir, der Einlass ist euch gewährt, Visier Ibrahim und Priesterin Layla. Den Grund eures Kommen werdet ihr gleich erfahren. Leider hat der Feind Spione in unseren Reihen. Deshalb konnte ich den Grund eures Kommen nicht früher erläutern. Jetzt kommt schon rein, ihr beiden. Ich werde euch gleich alles erklären, aber ich hoffe, ihr habt euch den Weg hierher gemerkt. Denn wir werden die nächsten 8 Tage viel Zeit hier verbringen. Es gibt einen Teil des Plans eurer Mission auf War Island, den ich euch bisher nicht offenbart habe. Folgt mir. Der Grund eures Kommen steht zumindest teilweise hier drüben. Diese leider aus einigen Gründen nicht mehr seetaugliche Segeljacht konnte das Bureau vor einigen Monaten günstig erwerben. Sie ist hochseetauglich und perfekt geeignet für eine erfolgreiche Überfahrt und Aufenthalt nach und vor War Island. Bevor ihr euch wundert und fragt, was mit den Helikoptern ist, die vor ein paar Tagen am Flughafen gelandet sind und von denen sie dachten, dass sie eigentlich zur Insel bringen sollten, so haben wir da oben entschieden, dass wir sie nur als Ablenkungsmanöver Richtung War Island starten lassen. Es mag für sie im ersten Moment eine kleine Enttäuschung sein. Falls sie erhofft hatten, mit den Marines in den Sonnenaufgang zu starten. Aber Agenten, ich verspreche Ihnen. Die Erfahrung mit diesem Segler, die Mission anzugehen, werden sie bis an ihr Lebensende nicht vergessen. Und sie werden es nicht bereuen. Wie ich anfangs schon sagte, ist das Boot im jetzigen Zustand leider nicht mehr seetauglich. Aber mit guter Zusammenarbeit, etwas Mühe und Fleiß können wir 5 es schaffen. In nur 6 Tagen aus diesem alten Kahn, um das erste und einzige Flaggschiff der 7. Abteilung zu machen. Agenten, dies ist Ihr Bauauftrag. Und wir werden nicht vor ihm zurückschrecken. Es wird der Beginn eines Monats, in dem ihr viel Zeit zusammen verbringen werdet. Ihr Zusammenhalt und Teamplay lernen müsst und werdet. Ihr werdet nicht in weichen Sitzen zur Insel geflogen. Die Mission beginnt genau hier und jetzt. Hier, in dieser alten Werft, beginnt War Island. Los geht's, Agenten. Wir haben eine Menge Arbeit bis zum Beginn der Mission in 8 Tagen vor uns. Da in Ihrem Team noch ein Platz frei war und Castella nicht auffindbar, habe ich nun entschieden, dass Sie Agent Sarah in Ihr Team aufnehmen. Wir haben nicht viel Zeit. Und doch eine Menge zu tun. Wir werden das Boot wieder flott machen, mit Militärtechnologie ausstatten und Sie für die Anforderungen auf War Island vorbereiten. Die Zeit des Chillens und des Rumhängen ist vorbei. Sie drei, Ibrahim, Sarah und Layla, Sie werden gemeinsam mit dem iRobot sich auf eine der gefährlichsten Missionen der letzten Jahre des FIBs vorbereiten. Hier werden Sie nicht einfach mit Menschen zu tun bekommen oder mit Situationen, die Sie aus dem normalen Agentenalter kennen. Was auf Sie zukommt, fordert die Fähigkeiten, die einen Agenten von einem normalen FIB-Agenten zu einem der 7. Abteilung macht. Sie werden das Steuer über einen knapp 32 Fuß langen und 9 Fuß breiten Segler übernehmen, auf dem alleine von Ihrem Können abhängt, ob Sie die 2000 Meilen von Los Santos nach War Island über den Pazifik überleben. Doch bevor Sie mit der Arbeit an der Restauration beginnen, brauchen wir das Baumaterial. Hier kommen Sie ins Spiel, Agent Ibrahim. Sie werden uns nicht nur aus dem Holzlager in La Mesa beliefern, was Sie sich letztes Jahr gekauft haben. Sie werden uns auch noch Ihren alten Oracle XS zum Ausschlachten und zur Neuverwertung zur Verfügung stellen. In so einem Auto dieser Klasse findet man viele sehr nützliche Dinge, die wir gut gebrauchen können. Bei allem Respekt, Sir. Aber nein. Also ich meine, er ist zwar nur ein Schrotthaufen, aber ich hänge doch sehr an ihm, Sir. Es tut mir leid, Agent, aber da müssen Sie durch. Verabschieden Sie sich von Ihrem deutschen Traum. Sie fahren jetzt einen amerikanischen Albany.
Also Schluss mit den Sentimentalitäten. Onkel Sam braucht ihr Auto. Ein notwendiges Opfer, was sie unserem Tempel bringen werden. Damit diese Mission ein Erfolg wird. Die Yacht, die Samantha. Nach der Tochter von Naomi benennen werde, wird mit der Ausstattung ihres deutschen Motors mit rund 45 Meilen pro Stunde über das Wasser schießen. Das sind fast 90 Knoten. Sie werden sie brauchen, wenn sie im Notfall chinesischen Patrouillen entkommen wollen. Bower Island ist kein ungefährlicher Ort und der Pazifik schon gar nicht. Da draußen werden eine Menge Gefahren auf sie lauern. Der Pazifik ist der Rücken der Welt. Chinesische Kriegsschiffe, russische U-Boote, nordkoreanische Piraten, abenteuerlustige Australier, Neuseeländer und japanische Walfänger. Und Inseln, auf denen teilweise bis heute keine richtige Zivilisation eingekehrt ist. Sie wollen nicht wissen, was für Gruselgeschichten sich auf den entlegensten Inseln immer noch abspielen. Nennen Sie mich ruhig einen Rassisten, aber ich will nicht, dass Sie aufgespießt am Ende über einem Dorffeuer landen. Agent Layla, Sie und Ihr Mann sorgen für das Überleben Ihres Teams an Land. Ich will daher, dass Sie den altbekannten und berüchtigten Zombie-Parcours absolvieren. Der Zombie-Parcours? Der Zombie-Parcours ist ein Hindernisparcours, der die Flucht eines Überlebenden vor einer Zombie-Horde imitieren soll. Aber Layla schafft ihn mit links, oder Layla? Waffen raus, Agent Layla. Zombies von links. Wieder von links. Weiter, Agent Layla. Zombies von rechts. Los, los! Es kommen noch mehr von rechts. Na kommen Sie, von links. Sie sind zu langsam, Agent Layla. Los, von rechts. Und wieder links. In den nächsten Tagen wird das Militär hier auftauchen. Sie liefern uns die nötigen Geräte für unsere Ausstattung an Bord der Yacht. Es handelt sich um sensible Geräte, die Sie für die Mission genauso brauchen werden wie den iRobot. Hierfür eignen sich die technischen und mechanischen Kenntnisse von Agent Sarah hervorragend. Sie werden den iRobot für die Mission kalibrieren und auf Ihre Reise dafür sorgen, dass er in Schuss bleibt. Die Regierung wird übrigens irgendwann einen Mann vorbeischicken, der Sie eine Schweigeverpflichtung unterschreiben lassen wird, ohne die Sie an dieser heiklen Mission nicht teilnehmen dürften. Agent Sarah, kommen Sie mal zu mir. Wie lange waren Sie undercover in der Seven Steps of Heaven? 3 Jahre. Wenn ich Sie aber so reden höre, glaube ich Ihnen das nicht, Agent. Es hört sich mehr an, als hätten Sie die letzten 3 Jahre auf der Couch gesessen. Also, wie lange waren Sie undercover, Agent Sarah? Sieh dir mal das an, Layla. Also, wie lange waren Sie undercover, Agent Sarah? 3 Jahre, Sir. Und was hätten Sie getan, wenn Sie aufgeflogen wären? Hat man Ihnen in Europa etwas dazu beigebracht? Ja, ich kann Kung Fu. Bitte, was können Sie? Ich kann Kung Fu. Oh Gott, was war das? Die von einem LKW angefahrene Krähe? Kung Fu machen nicht einfach nur die Bewegung aus. Das sinnlose Rumfuchteln mit Körperteilen, wie bei einem schlechten Lapdance. Sondern bewusste Bewegung. So, eindeutig. Den Willen und dem Ziel Nachdruck verleiht. Jede einzelne Bewegung weiß, was sie will. Jede einzelne Bewegung weiß, was sie will. Bis in ihre tiefste Faser hinein. Und genauso ist diese Mission. Sie müssen den Erfolg wollen. Sie müssen das Leid und die Demütigung dafür in Kauf nehmen. Ihren Körper an ihre Grenzen bringen, ihren Arsch auf Grundeis befördern. Wir wissen nicht, was sie auf Bower Island erwartet. Um potenziellen Feinden vor Ort zu täuschen, werden sie sich als australisches Forschungsteam ausgeben, das vor der Insel Korallen und andere Lebewesen untersucht. Ihre bisherigen Taucherfahrungen reichen dafür nicht aus. Der Evergreen Lake ist ein ruhiger See und nicht der Pazifische Ozean. Sie werden eine Woche lang Meeresbiologen spielen müssen, bis sie an Land gehen. Die Kampfausrüstung und schwere Waffen bekommen Sie erst im Landesinneren per Versorgungskiste, die wir nach kurzem Funkkontakt abwerfen werden. Sie werden Ihre Rolle perfekt beherrschen müssen. Und falls es zum Kampf kommt, haben Sie nichts weiter als Ihre israelischen Uzis, um sich zu verteidigen. Und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Sie werden Grundkenntnisse in Mandarin und Kantonesisch lernen, damit Sie das Schlimmste verhindern, was passieren könnte. Ein Konflikt mit der dort stationierten chinesischen Marine. Diplomatie und Geschick wird auf hoher See fast mehr gefragt sein, als Ihre Fähigkeit, in einem heftigen Sturm sicher zu manövrieren. Bei allem Respekt, Chief, aber ich glaube, wir haben nun verstanden, dass wir an uns arbeiten sollen. Unsere Fähigkeiten verbessern und aus einem alten Yachtkahn ein kriegstaugliches Schlachtschiff schmieden sollen. Aber...
Sie haben recht, Agent. Das Wichtigste habe ich bisher ausgelassen. Nämlich die Tatsache, dass drei Menschen und ein Roboter, den uns Mastec übrigens für Forschungszwecke mitgibt, circa drei Wochen auf hoher See auf nicht einmal 6 Quadratmetern zurechtkommen sollen. Ich werde sie zusammenschweißen. Noch mögen sie verschieden ticken. Aber am Ende der Woche werden sie einander ihre Gedanken lesen können. Sie werden eine Schicksalsgemeinschaft. Leila und ich sind das ja gewohnt. Schatz? Mag sein, aber sie werden nie allein sein. Ihre Frau wird sie an Bord mit einer weiteren Frau teilen müssen. Und Sarah wird Gefahr laufen, das dritte Rad am Wagen zu sein. Wenn sie drei nicht lernen, den Geruch ihrer Fürze auszuhalten, haben sie keine Chance. Es ist soweit, Agenten. Die Samantha ist fertig. Großartige Arbeit. Los, Jasmine. Besiegeln Sie die Schiffstaufe. Oh Gott, wie auf einer Mars-Mission. Lassen Sie das wie weg, Agent Ibrahim. Sie sind mein Offizier. Das ist Ihre Mission. Und die beiden Frauen sind Ihre Crew. Großartig. Cameron, du kannst stolz auf dich sein. Sarah, Sie haben die Rolle des medizinischen und technischen Unteroffiziers. Durch Sie wird das Schiff laufen oder untergehen. Und Agent Taylor, Sie haben die Führung am Boden. Für den Kampf sind Sie die Beste. Und im strategischen Denken. Niemand macht Ihnen etwas vor. Diese Lagerhalle ist der Tempel, in dem Helden für eine neue Mythologie geboren werden. Unser Tal der Könige. Unsere Akropolis. Während die Sterne über unsere Köpfe hinwegziehen, werde ich aus drei Agenten eine Schiffsbesatzung machen. Sie werden lernen, sich gegenseitig zu schlagen. Aber zu respektieren. Sie werden lernen, einander zu vertrauen, um ihre Ängste zu überwinden. Sie müssen ihr Leben in die Hände anderer abgeben können. Sie werden die Samantha blind steuern können. Sie ist ihr Schiff, ihr Zuhause, ihre Basis auf hoher See. Sie werden lernen, heil in den Hafen zurückzukehren. Lernen, statt nur befreundet, Freunde zu sein, da sie verstehen, dass sie füreinander da sind. Aber genug davon, Agenten. Ich weiß, dass Sie es schaffen werden. Denn Sie haben mich als Ihren Lehrer. Also, worauf warten Sie? Wir haben 8 Tage Zeit. Legen wir verdammt nochmal los. Ehrlich gesagt, am Ende wurde er etwas theatralisch. Glaubt ihr, er meinte das ernst mit den Fürzen? Dann warne ich euch schon mal vor. Es gab bei mir in den letzten Tagen Bodenauflauf. Mein Gott, diese Aussprache. Ni hao. Omenchi hayang shengwu zhe ya. Gott. Women xing yang shong wu xie. So schlecht wie wir sind, werden die uns das ganz bestimmt nicht abkaufen. Ja, ich denke auch. Machen wir für heute Schluss. Xi, für heute ist genug. Thank you.
Sarah, da ist noch eine kleine Sache, die ich dir sagen wollte. Ich bin froh, dass du mit dabei bist. Beeindruckende Arbeit, Agent Layla. Ihr Mann, Sarah und sie haben die letzten 7 Tage hervorragend gearbeitet. Und das sage ich als autistische KI, dessen Kern zu 70% aus Deutschland kommt. Kurz, das will was heißen. Und fit sind sie auch. Das merke ich. Sehen Sie die Joggerin dort vor Ihnen? Sie haben sie schon fast überholt und das ohne ihre eigene Standardgeschwindigkeit zu erhöhen. Wow Island kann kommen, denn sie sind bereit, Agent Layla. Es bringt nichts, Agent. Sie können vergebens hier vor ihrem Haus warten. Sie wird nicht kommen. Agent Castella scheint verschwunden zu sein. Dies ist ihr letzter Abend vor der Mission. Fahren Sie nach Hause. Treffen Sie sich doch mit Abigail oder Bilal. Ach, verdammt. Du hast leider recht, Ei. Ich begreife das nicht. Das Licht brennt, aber das Auto ist nicht da und niemand macht auf. Irgendwas Seltsames muss da geschehen sein. Wir werden sehen. Lassen Sie ihr Zeit. Wer weiß. Vielleicht ist sie ja wieder da, wenn ich von Wow Island zurück bin. Das wird sie ganz bestimmt, Agent Ibrahim. Das wird sie. Los, das ist ihr letzter Abend. Ja, los geht's. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend machen werde. Denn das ist der letzte Abend, an dem Layla und ich alleine sein werden. Komm schon, das ist gar nicht so schwer. Wenn man einmal den Dreh raus hat, lässt sich die Marquise sehr gut steuern. Versuch's mal. Wow, was für eine großartige Aussicht. Na los, die Segel stehen gut. Um die brauchst du dich gar nicht zu kümmern. Na komm, ich zeig's dir. Er wirkt vielleicht groß und unhandlich. Oh Gott. Aber wenn du ganz sanft den Hebel nach vorn umlegst, etwa so. Ja, du kannst es.
Ja, großartig. Siehst du? Du kannst es, Layla. Ich will, dass ihr mehr werdet als nur Agenten. Ich will, dass ihr ein Team werdet, eine Mannschaft, eine Familie.